Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende. Ja, meine komplette Urlaubswoche, letzte Urlaubswoche, ist sozusagen vorbei. Es liegen vor mir nun noch zwei Urlaubstage. Ich habe ja mittig begonnen mit dem Urlaub und Ende sozusagen jetzt auch wieder mittig. Am Mittwoch geht es wieder los und es war wettertechnisch eine nicht ganz so schöne Urlaubswoche. Weil es doch auch ziemlich frisch war, gerade dann so ab Mittwoch. Und aber gut, über das Wetter soll man sich ja nicht beklagen. Man kann ja sowieso nichts dran ändern. Aber es ist schon ein sehr durchwachsener Sommer. Und man kann nur hoffen, dass sich der Winter davon eine Scheibe abschneidet und mehr Sommer als Winter ist sozusagen. Also das wäre mein Wunsch. Aber soweit denken wir noch nicht. Jetzt sind wir ja erstmal noch im August. Ja, es war so relativ eine faule Woche, würde ich jetzt mal sagen. Lesetechnisch aber ist sie sehr, sehr gut gelaufen, was mich auch sehr, sehr freut. Ich habe insgesamt das Hörbuch zu Ende gehört, drei Bücher gelesen komplett und eins mit Kurzgeschichten angefangen. Und es liegt auch ein neues Magazin hier, es liegt ein neuer Funko hier, es liegt ein E-Book-Reader neben mir, den ich euch zeigen möchte. Und ich denke, wir starten jetzt aber einfach mit den Büchern und dem Schnelldurchlauf. Ich habe zu Ende gehört Monster 1983 von Iva Leon Menger. Das ist die zweite Staffel, das ist ein Hörspiel, was ich über Audible gehört habe und das habe ich beendet. Dann habe ich bei einer Lovely Books Leserunde So klingt dein Herz von Cecilia Ahern gewonnen und auch in dieser Leserunde sehr zügig mit dem Lesen begonnen und mich ausgetauscht und es dann auch diese Woche beendet. Dann war mir mal wieder nach einem Buch von Adriana Popescu und so kam es, glaube ich, am Montag. Ich glaube, da war auch noch ein schöner Tag, dass ich dachte, heute liest du das letzte Buch, was du von ihr auf dem Sub hast. Und das habe ich dann in einem Rutsch am Montag auch getan, nämlich Ewig und Eins. Und ja, es war mein letztes Subbuch von ihr. Ich glaube, jetzt sind auch nur noch ein oder zwei so übrig, die es gibt. Und das sind, glaube ich, Jugendbücher. Mal gucken, was ich so als nächstes lese. Und dann habe ich in dieser Woche gelesen von Carina Bartsch Nachtblumen. Und wem das jetzt mal so auffällt, irgendwie sind die alle blau. Ich weiß nicht, es ist nicht beabsichtigt gewesen. Aber sie sind alle irgendwie blau. Ja, das neue Buch von Carina Bartsch. Ich hatte große Erwartungen und ob die erfüllt werden konnten, ja, das erzähle ich natürlich später. Und dann lese ich zusammen mit Sandra und der lieben Tanja Nachtvisionen. Das sind 7 Kurzgeschichten von Stephen King, Dan Simmons und George R. R. Martin. Und dazu kann ich auch schon ein bisschen was erzählen, noch nicht allzu viel, aber jo. Gut, dann denke ich, beginnen wir mit Monster 1983, die zweite Staffel von Iva Leon Menger. Hierbei handelt es sich um ein Hörspiel, welches in Oregon im Sommer 1983 spielt. Wir sind in Harmony Bay und haben in der ersten Staffel ja sehr viele Charaktere kennengelernt, unter anderem dem neuen Sheriff Cody, der zusammen mit zwei Kindern nach Harmony Bay gezogen ist, weil seine Frau gestorben ist und ursprünglich kommen sie aus Florida und eines Tages passieren aber merkwürdige Morde in Harmony Bay und wir schaffen es nicht so recht in der ersten Staffel diese aufzulösen und dementsprechend gibt es eine zweite Staffel. Jetzt natürlich etwas über die zweite Staffel zu erzählen, ist natürlich unglaublich schwierig, denn da würde ich absolut den ersten Teil spoilern, das mache ich natürlich nicht. Ich muss ehrlich sagen, das Hörspiel hat mich positiv überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mir ein Hörspiel überhaupt gefällt, weil bei einem Hörspiel ist das ja wirklich so, dass einem nur die Dialoge erzählt werden plus ein paar Geräusche und dass einem ja alles andere eigentlich fehlt. Und ich dachte so, wo es mir doch so einige empfohlen haben bei Monster 1983, ob das was für dich ist. Und dann gab es aber den ersten Teil in so einer Sommer-Sale-Aktion zum halben Gutscheinpreis, zum halben Preis. Und ich habe ja dann die erste Staffel auf meiner Berlin-Reise sozusagen beendet und habe dann Staffel 2 jetzt in einer Woche auch weggesuchtet. Und zwar
überall. Egal, wo ich war, ob das beim Putzen war, ob das draußen war, ich musste überall hören. Und ich möchte da mal vorneweg sagen, ich bin normal kein Mensch, der, wenn er auf dem Rad sitzt, ein Hörbuch hört oder überall mit so einem Handy vor der Nase durch die Welt rennt. Das kann jeder machen, wie er will. Ich gehöre da nicht zu. Aber bei diesem Hörbuch musste es sein, weil ich unbedingt wissen musste, wie es weitergeht. Das mal so vorneweg. Nachdem da gerade beim letzten Video oder vor 2 Wochen so ein Kommentar kam, Mensch, muss man denn überall das Handy bei haben? Nein, muss man nicht. Aber in diesem Fall, bei diesem spannenden Hörspiel, auf jeden Fall. Es ist eine unfassbar grandios gelungene Atmosphäre und man spürt wirklich diesen Geist der 80er. Wer da Horrorfilme aus dieser Zeit kennt, ja, wer im Grunde Stephen King mag, wer ja so diese Horrorfilme Allo Halloween mag oder ja, oder auch die Serie Stranger Things. Das ist ja so eine spezielle Atmosphäre, ganz anders als die Gruselschocker, die es ja dann so in den 90ern gab. Und das ist halt so eine Atmosphäre, die eingefangen wird. Und die Leute dort haben eben auch noch kein Handy und kein Internet und sie können nicht einfach mal googeln. Und da passiert eben einfach noch so viel zwischenmenschlich, wo man heute das Gefühl hat, das ist irgendwie anders, obwohl ja nur 30 Jahre dazwischen liegen. Ne? Und ja, es ist grandios von der Story, es ist mega spannend, es hat Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen und die ich so geil finde von der Story. Und ja, ich bin hin und weg, auch von den Sprechern, denn wir haben hier sehr viele Synchronsprecher, die man eben durch ja, gewisse Filmrollen sozusagen auch kennt. Wir haben David Nathan, der ja die Stimme von Johnny Depp und Christian Bale ist. Wir haben die Synchronstimme von Scarlett Johansson, von Gary Oldman, von Jude Law bzw. Colin Farrell. Wir haben die Stimme von Kevin Spacey, von Sandra Bullock, von Sarah Michelle Gellar, von, ich weiß nicht noch wem, irgendwo, also ganz, Matt Damon, DiCaprio, es ist jeder Hollywood-Star mit Rang und Namen ist in diesem Hörspiel und das ist wirklich Hammer. Also ich finde das grandios und man hat direkt, also ich habe direkt die Schauspieler vor Augen und dementsprechend habe ich natürlich einen Hollywood-Blockbuster vor Augen gehabt. Und hier diese 10 Stunden sind vergangen wie sonst etwas, hätte ich nie gedacht, dass mich das so packen kann und ich freue mich jetzt auf Oktober diesen Jahres an Halloween, wird es die 3. und finale Staffel geben, denn auch die zweite Staffel hat mit einem sehr gemeinen Cliffhanger geendet. Also alle, die gerne Hörbücher mögen, die es gern gruselig mögen, die sind hier auf jeden Fall absolut richtig und das ist für mich so ein Monats-, wenn nicht gar Jahreshighlight, wird diese Reihe, je nachdem natürlich wie der dritte Band jetzt sozusagen sein wird und ich finde es Hammer und ich stelle es mir ganz schlimm vor. Ich glaube, der erste Teil erschien 2015, der zweite im Oktober 2016 und jetzt der dritte. Boah, das ist schon irre. Also diese lange Warterei, aber ich meine, sowas braucht natürlich auch Zeit, bis sowas gesprochen ist. Da muss ja nicht nur einer eine Story schreiben, sondern die muss ja auch noch vertont werden und ja, absolute Empfehlung. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, die mich sehr gepackt hat, sehr begeistert hat. Und ich danke jedem, der sie mir empfohlen hat und wünsche all denen, die ich angefixt habe und die sich jetzt die Hörspiele oder das Hörspiel geholt haben, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Ja, weiter ging es dann oder auch schon parallel habe ich angefangen mit dem neuen Buch von Cecilia Ahern, So klingt dein Herz. Das Buch erscheint jetzt am 24. August im Fischer-Krüger Verlag, wird als broschierte Ausgabe 15 Euro kosten, als E-Book 13 und hat 480 Seiten. Und mir war gar nicht bewusst, dass ein neuer Cecilia Ahern Roman herauskommt, bis ich das in der Lovely Books Leserunde so entdeckt habe und ich hatte dann eben auch einfach großes Glück, dass ich es gewonnen habe. Muss aber sagen, das Cover selbst hätte mich überhaupt nicht angefixt oder angesprochen. Also ich finde, es ist überhaupt kein klassisches Cecilia Ahern Cover, die ja früher doch alle schon immer dunkelblau waren, aber so kitschig habe ich die anderen Cover alle nicht in Erinnerung. Ich weiß auch nicht. Also ich fand das Cover tatsächlich so ein bisschen abschreckend und auch wenn man sich das Original im Englischen anguckt, denkt man sich, das hat überhaupt nichts mit irgendeiner Story zu tun und ja, dennoch war ich natürlich gespannt, denn das Cover kann auch schön sein, eine schlechte Story beinhalten, wie auch immer. Und ja, wir treffen hier auf ein Filmteam, die einige Preise abgestaubt haben, weil sie ja eine Dokumentation über zwei ältere Zwillinge gemacht haben, über zwei Männer, die im Grunde einen Bauernhof, ja, eine Landwirtschaft betreiben und eben ein Leben lang zusammenleben. Und darüber haben sie dokumentiert. Sie haben diese beiden Männer ja lange, lange begleitet. Und ja, wir erleben sie eben jetzt zu einem Zeitpunkt, wo einer der Zwillinge gestorben ist und sie eben zur Beerdigung fahren.
und natürlich vom anderen Zwilling wissen wollen, wie es ihm denn so jetzt ergeht, wo er alleine ist. Allerdings scheint es, obwohl es im Grunde erstmal so scheint, als hätten diese beiden Männer keine Geheimnisse in ihrem Leben voneinander gehabt, treffen wir aber auf eine junge Frau, auf Laura, die ja in der Hütte nicht sehr weit weg vom Haus wohnt. Die sagt, dass sie der tote Zwilling sozusagen immer versorgt hat und es wohl auch einen gewissen Bezug zu ihm gibt. Und ja, aber der noch überlebende Zwilling sozusagen ist davon nicht so ganz begeistert und auch Laura findet es gerade nicht so toll, so ganz allein in diesem Haus zu sein und kann die Einsamkeit eigentlich nicht mehr ertragen. Und so schließt sie sich dem Filmteam an, hat relativ schnell einen Bezug zum Tontechniker Solomon und ja, versucht sozusagen das Leben von normalen Menschen erstmal irgendwie kennenzulernen. Und das klingt irgendwie nach einer ganz interessanten Geschichte, vor allem wenn man hinten liest, dass sie sich, dass sie eigentlich so ein bisschen klingt, wie wenn sie etwas Übernatürliches wäre und sie eben auch Töne erzeugen kann und als Tontechniker, ja, passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ich muss sagen, mir hat das Buch leider nicht so gut gefallen. Ich fand so, der Anfang war noch absolut okay, man hat die Charaktere kennengelernt, man war in der Story drin, es wurde einem Irland nahegebracht. Aber sobald die Wendungen um Laura passieren, denkt man sich nur, warum? Warum? Und ich hätte viele Wendungen nicht so erwartet und sie haben mir auch einfach nicht gefallen. Die Geschichte geht in eine Richtung, als würde sie jetzt die komplette Gesellschaft aktuell irgendwie kritisieren mit Castingshows und keine Ahnung was allem. Und das habe ich einfach nicht erwartet. Ich habe es von Cecilia Ahern schlichtweg nicht gedacht, dass sie so einen Roman schreibt. Habe es auch vom Klappentext nicht erwartet, wo die Geschichte hingeht. Und vom Cover, das so kitschig ist, schon gleich gar nicht. Ich fand auch viele Entscheidungen der Charaktere nicht nachvollziehbar. Ich fand auch jetzt irgendwie so gefühlt kein sympathisch. Natürlich auch kein so richtig unsympathisch. Aber es war so belanglos. Und es hatte überhaupt keinen Tiefgang. Es hatte in der Mitte einige Längen. Und das Ende geht zumindest noch in eine Richtung, wo ich denke, okay, wenn schon, dann gut, dass das so gelöst wurde, aber es hat mich überhaupt nicht begeistern und fesseln können. Und ich muss ehrlich sagen, wäre das kein Leserundenbuch gewesen, hätte ich es wahrscheinlich auch abgebrochen, so nach spätestens der Hälfte. Aber bei so einer Leserunde fühlt man sich halt doch so ein bisschen mehr verpflichtet, als auch zum Beispiel bei dem Rezensionsexemplar, zumindest geht es mir so. Und ja, ich wollte natürlich auch mitreden, um was es da so drin geht und wollte den Austausch lebendig halten und es war auch interessant zu lesen, was viele andere dazu dachten. Mir hat es leider nicht sehr gut gefallen. Also ich stand eben immer wieder kurz davor abzubrechen, dachte aber dann, na komm, noch ein Leseabschnitt geht schon. Und als dann nur noch so 150 Seiten übrig waren, dachte ich, ja, jetzt liest du die halt auch gar weg. Das hat auch relativ gut geklappt. Aber ja, also von mir keine Empfehlung. Ich weiß nicht, was Cecilia Ahern uns mit diesem Buch sagen wollte, in welche Richtung sie gehen wollte, weil mir ja eigentlich gerade auch ihre beiden Jugendbücher, Flawed und Perfect, sehr, sehr gut gefallen haben. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat und ich verstehe auch nicht, was der Klappentext so richtig mit der Geschichte zu tun haben soll. Also leider nicht mein Buch, hat mir leider nicht so gut gefallen. Aber wir bleiben ja diese Woche blau. Und so ging es weiter mit Ewig und Eins von Adriana Popescu. Das Buch ist 2015 im Piper Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 10 Euro, als E-Book 9 Euro und hat 310 Seiten. Gibt es aktuell natürlich auch gebraucht, wer sich da gerne mal umgucken möchte. Ja, mir war mal wieder nach Gefühl, mir war nach einer Geschichte von Adriana. Ich wollte lachen und weinen und schmunzeln und ach, ich wollte einfach Gefühle. Und ich sage, Sophie, ich habe das alles in diesem Buch auch tatsächlich bekommen. Ja, wir treffen zu Beginn auf Ella, die ihr Leben mehr oder weniger im Griff hat. Und sie ist auf dem Weg zum siebenjährigen Klassentreffen. Und dort wird sie auf ihre erste große Liebe Ben treffen, an den sie nach wie vor sehr, sehr viel denkt und auch sich fragt, ob die Entscheidung richtig war, damals zu gehen.
Denn sie hat ihre große Liebe und auch ihren besten Freund Jasper verlassen, denn sie ist nach New York an die große Tanzschule und da lief aber nicht alles so wie gedacht und sie hatte so einige Schicksalsschläge und sie freut sich aber irgendwie, oder es sind eher gemischte Gefühle, dass sie eben auf Ben trifft und auf Jasper und ja, Jasper sagt, hey, wir holen unsere damalige letzte Nacht nach und es wird eine einmalig geile Nacht. Und entführt mehr oder weniger die beiden anderen und sie tun Dinge, die sie vielleicht auch schon vor 7 Jahren hätten tun sollen. Und natürlich haben wir auch so ein bisschen ein gefühlvolles Verwirrspiel, was ich aber unglaublich gelungen fand. Und es war überhaupt eine Geschichte, die einen sehr, sehr ans Herz geht, die einen ja einfach begeistert. Man fängt an und man kann das Buch nicht mehr aus der Hand legen und man hat direkt das Gefühl, man gehört zu diesem Dreiergespann, als würde man mit ihnen diese Nacht erleben, als würde man mit ihnen die Erinnerungen austauschen, als hätte man all die Gedanken von Ella, Ben und Jasper die letzten 7 Jahre mitbekommen, als wüsste man, was in ihnen vorgeht, ohne dass sie es aussprechen. Und es sind einfach Charaktere, die aus dem Leben gegriffen sind, aber total besonders sind, denn sie haben ganz wundervolle Gedanken. Es ist nicht in irgendeiner Art und Weise plump. Auch das Verwirrspiel hat mich überhaupt nicht aufgeregt, sondern ich fand das wunderbar, wie Ella das rüberbringt. Und ich finde einfach auch immer die Worte, die Adriana findet, um Momente zu beschreiben, um Situationen zu beschreiben, um Gefühle rüberzubringen. Ich finde, das kann Adriana unglaublich gut. Und sie hat mich da absolut gefesselt. Ich habe das Montag angefangen, Montag beendet. Ich glaube, so in 2 Rutschen. Am Nachmittag und dann am Abend und zack, war es weg. Also es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die mir wirklich auch sehr viel gegeben hat in den Gefühlen. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe so manchmal darüber nachgedacht, ob es vielleicht auch so Menschen in meinem Leben oder Leben gab, vielleicht eher so, wo man sich manchmal so denkt, was werden die wohl heute machen? Ob das jetzt bei mir der Fall ist, verrate ich natürlich nicht. Aber ich konnte alle drei hier drin absolut gut verstehen. Es hat einfach Spaß gemacht. Also man wünscht sich ja solche Charaktere viel, viel öfter. Und dieses mit Worten spielen, wie es Adriana macht, ist einfach der Hammer. Also großes, großes Bücherkino, absolute Empfehlung. Es war ein wunderbares Buch und es hat einfach perfekt auch zur Zeit und zu meiner Stimmung gepasst und es hat einfach diesen Tag perfekt gemacht und wirklich wundervoll gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten Bücher, die da von Adriana kommen werden. Und weil Blau so eine schöne Farbe ist, wurde auch das nächste Buch ein Buch, das ein bisschen Blau enthalten hat und ich passe auch farblich dazu, fällt mir gerade auf. Ja, das nächste Buch ist das neueste Buch von Carina Bartsch und es heißt Nachtblumen und ist jetzt am 23. Juni bei Rowohlt erschienen, kostet als Taschenbuch 10 Euro und aktuell gibt es eine E-Book-Aktion vom Verlag. Ich glaube, für 3,99 kann man das aktuell im Grunde ergattern, was ich einen absolut fairen und tollen Preis finde. Das Buch hat 570 Seiten, ist also doch etwas dicker und wer jetzt denkt, Mensch, Carina Bartscher Name sagt mir was. Ja, sie hatte einen überraschenden Erfolg mit Kirschroter Sommer und Türkisgrüner Winter. Beide Bücher, also ich fand Kirschroter Sommer wirklich genial. Der zweite Teil war okay, wäre für mich aber nicht nötig gewesen, aber der Schreibstil von Carina Bartsch hat mir unglaublich gut gefallen. Und dann gab es noch 3x Liebe, das waren glaube ich 3x Kurzgeschichten, die es vor 2 Jahren glaube ich gab, schon ein Stückchen her. Bei Nachtblumen widmen wir uns aber ganz anderen Themen als einer lockeren, flockeren Liebe. Hier geht es um ernste und tiefgründige Gefühle und Sorgen. Denn wir treffen auf die 19-jährige Jana, die sehr viel Schlimmes in ihrem Leben erlebt hat. Es ist jetzt nichts von häuslicher Gewalt im klassischen Sinne oder irgendwelchen Übergriffen, sondern anderen Dingen, die ich aber natürlich nicht spoilern möchte. Und sie startet einen Neuanfang in Sylt in einer Art jugendlichen WG, die geführt wird von Anke und Klaas, die auch gleichzeitig der Ausbildungsplatz sein werden von Jana, denn sie startet dort eine Ausbildung als Bauzeichnerin. Und in dieser WG leben eben noch andere Jugendliche mit etwas schwierigen Vergangenheiten. Wir treffen dort auf Colin und auf Lars und auch noch 2, 3 andere. Und manchmal wechseln die auch, eben wenn die mit ihrer Schule fertig sind, also mit ihrer Ausbildung. Und wir treffen auf die Psychologin
Dr. Flick, die natürlich versucht, ja, mit Jana an dem Problem zu arbeiten. Denn Jana ist sehr in sich gekehrt, sehr verschlossen, sie geht nicht ohne Mütze durch die Gegend und sie schläft am liebsten unter dem Bett, wo es nach Holz riecht und sie sich vor etwas schützen kann. Und ja, wir erfahren eben auch in der Geschichte so einiges über die anderen Charaktere, unter anderem ja auch von Colin, denn der liebt Kälte und hält sich am liebsten draußen auf oder hat eben ja einfach die Kälte um sich. Oder auch Lars, ja, der so ein bisschen das ein oder andere Problem hat mit seiner Sexualität, beziehungsweise ja, zu erkennen, wie und was und wo und ja, wie es eben so manchmal ist. Und wir begleiten Jana auf einen Weg eben, wie sie dort einen Neuanfang erlebt und ja, wie sie eben versucht, stärker zu werden, selbstbewusster zu werden mit allerlei Gefühlschaos, aber nicht, was jetzt irgendwie Liebe oder Flirt oder so angeht, sondern einfach mit ihrem eigenen Chaos. Und ja, es ist schwierig, diese dicke, tolle Geschichte in Worte zu fassen, denn es steckt so viel drin. Also ich war sehr überrascht. Ich dachte anfangs, wo geht denn diese Geschichte hin? Weil ich gar kein so ernstes Buch erwartet habe. Denn wenn man den Klappentext liest und von der Autorin eben Kirschroter Sommer kennt, erwartet man nicht, was drin steckt. Aber es war ein Buch, was mich komplett begeistert hat, was mich die letzten Tage durch ein tiefes Gefühl, eine tiefe Verbundenheit zum Buch und zu den Charakteren wirklich auch begleitet hat, was mich nachdenklich gemacht hat, was mich ja über die Welt und die Menschen auch sehr hat nachdenken lassen, was Oberflächlichkeiten angeht, was Tiefgründigkeit angeht, was Freundschaft angeht, Liebe angeht. Und dieses Buch macht das mit einem. Und auch die Nachtblumen, die den Titel dieses Buches geben, hat eine wunderschöne Bedeutung im Buch. Und ich habe gelacht, ich habe war manchmal auch sehr sauer auf das Umfeld, was uns hier erzählt wurde. Und ich habe aber auch geweint. Also das ist ein Buch, was alles an Gefühlen hat und man es einfach zulassen muss. Denn man kann das Buch auch mit Oberflächlichkeit lesen, dann wird man aber nicht diese tiefsinnige Bedeutung vielleicht auch spüren. Und ich finde, es ist ein Buch, das Zeit braucht, das sich nicht einfach weglesen lässt, sondern man dranbleibt, man nachdenkt und es auch einen nachts immer mal verfolgt. Und also ganz positiv. Aber man macht sich eben so seine Gedanken, denn diese Geschichten, die hier drin passieren, sind eben nicht nur irgendwelche Geschichten, sondern die gibt es auf dieser Welt. Und ja, mir fehlen irgendwie die Worte, denn es hat unglaublich viel in mir ausgelöst und auch mit mir gemacht. Und ich fand es wirklich toll. Was mir tatsächlich nicht ganz so gut gefallen hat, war so ein bisschen eine Wendung gegen Ende. Das hätte ich mir einfach anders gewünscht. Aber wir haben hier kein Wunschkonzert. Das Ende hat es für mich so ein bisschen klassischer gemacht. Also das Buch geht für mich und auch der Schreibstil ist ja sehr intensiv und ja sehr bildhaft und sehr ausführlich und sehr, sehr, sehr groß. Und ne? Und das geht gegen Ende irgendwie verloren. Und man fragt sich, warum. Warum sie auf einmal so klassische Pfade einschlägt, wo sie doch vorher sehr innovativ war und wie sie es beschrieben hat und warum sie am Ende dann auch so ein Ende geschrieben hat. Ja, das würde ich Carina Barth tatsächlich mal gerne fragen. Aber das Ende macht natürlich Sinn, das ist jetzt nicht unlogisch oder irgendwie, aber ich hätte es mir einfach unkonventioneller gewünscht. Aber ich fand es großartig. Ich fand dieses ganze Buch wirklich sehr, sehr gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat Spaß ist immer das falsche Wort, aber es hat mir einfach wirklich sehr viel Lesespaß gebracht, weil es einfach mal etwas anderes war und mich auch ganz unerwartet einfach erwischt hat und ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass das Buch das kann und dass das Buch das ist. Und ich weiß nicht, ich hatte tatsächlich, glaube ich, so eine etwas lockerere Sommergeschichte erwartet mit viel Gefühl, steht auch drauf, gefühlvoll, authentisch, atmosphärisch, aber das ist ja, so ist, wie es ist, hätte ich nicht erwartet. Und es hat mich eiskalt erwischt und ich konnte es dann auch nicht mehr weglegen. Und ratzfatz hatte man 150 Seiten, 100 Seiten, 150 Seiten und schwupps war es Ende da. Also es war großartig. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und jeder, der Lebensgeschichten gerne liest,
Ja, der ist hier absolut richtig und wird auch, denke ich, auf jeden Fall großen Lesespaß haben. Dann war es aber vorbei mit den blauen Büchern, wobei das nächste, was da liegt, ist auch schon wieder ein bisschen blau. Ja, ich habe mittendrin schon angefangen, mal zu Kurzgeschichten zu greifen, zusammen mit der lieben Sandra und auch Tanja hat sich dann angeschlossen. Ja, ich habe vor einiger Zeit Nachtvisionen im Stephen King Regal meiner Mutter gefunden. Fragt mich nicht, ich habe es all die Jahre irgendwie ignoriert. Ich bin ja nicht so ganz der große Kurzgeschichten-Fan, weil ich tatsächlich auch bei Stephen King einfach die längeren Geschichten viel, viel mehr mag. Und ich finde, in so eine Kurzgeschichte passt einfach nicht so viel rein. Ja, es ist einfach so. Und jetzt mittlerweile nach Terror hat mir auch der Name Dan Simmons etwas erzählt. Und nach Das Lied von Eis und Feuer weiß ich nun auch, wer George R. R. Martin ist. Und schwupps sind diese Kurzgeschichten in mein Regal gewandert, natürlich nur leihweise. Und wir haben diese Woche angefangen. Wir haben die ersten drei Kurzgeschichten von Stephen King gelesen. Es sind insgesamt 7 Kurzgeschichten. 3 von Stephen King, 3 von Dan Simmons und eine etwas längere, ich glaube tatsächlich auch 150-seitige. Moment, 270 bis 406, ja, also 400, ja, 130 Seiten grob. 130 Seiten Geschichte von George R. Martin enthalten und es sind eben ja Gruselgeschichten, beklemmende Geschichten mit einem unfassbar tollen Vorwort, wie ich finde. Das ist von Douglas E. Winter, wer auch immer das ist, der Mann hat mir tatsächlich nicht allzu viel gesagt, der war hauptberuflich Anwalt, genau, und er hat mehrere Anthologien mit Horror-Stories herausgegeben. Ja, allein das Vorwort war schon total gruselig und die ersten drei Geschichten von Stephen King waren bisher okay. Das Buch ist aus dem Jahr 1990, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder 88, deutsche Ausgabe 1990 und ist im alten Heine Verlag sozusagen aufgelegt worden. Das Buch gibt es aktuell nicht mehr neu und zu kaufen, sondern nur noch in gebrauchter Form. Also guckt da einfach mal, wenn euch diese Kurzgeschichten interessieren und hat 410 Seiten, wobei die sich eben ja ganz unterschiedlich aufteilen. Ich glaube, die erste Stephen King Geschichte, ja, war 22 Seiten, die zweite hatte 33 und die nächste dann knapp 65 zum Beispiel und so sind die halt sehr unterschiedlich lang. Und ich bin jetzt mega gespannt, wie mir die Geschichten von Dan Simmons gefallen werden, der ja auch nicht bekannt ist für eine kurze Sprache, sondern eher für eine sehr atmosphärische und ja auch ausschweifende Sprache, wie er das ja in Terror und auch Drood gemacht hat und natürlich auf George R. Martin. Ich meine, über den brauchen wir nicht sprechen. Ich glaube, der toppt alles, was Ausführlichkeit in Büchern angeht. Und ich bin mega, mega gespannt. Und wir wollen das Buch jetzt im August auf jeden Fall noch beenden. Werden uns, denke ich, jetzt demnächst die Dan Simmons Geschichten vornehmen und dann an 2 Tagen die etwas längere von George R. Martin. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich auch schon sehr darauf. Und mein kleiner Stephen King ist auch hier als Lesezeichen dabei. Der passt natürlich wieder perfekt. Eigentlich müsste ein bisschen der Kopf rausragen. Aber ich hatte es heute mit dabei in der Tasche, nein, gestern. Und ich bin sehr gespannt auf etwas Grusel und auf etwas Horror. Und Dan Simmons wird ja bei uns am 2.9. in der Lesegruppe Kinder der Nacht gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt. Wer da vielleicht noch Lust hat, so einen extrem gruseligen Erwachsenen-Vampir-Roman zu lesen, der guckt einfach mal in die Infobox. Ich versuche dran zu denken, die Dan Simmons-Lesegruppe mal zu verpacken sozusagen, also in die Infobox zu packen. Dann habe ich diese Woche oder die letzten 2 Wochen in Hügge gelesen. Einfach glücklich sein. Das Magazin habe ich ja in Berlin entdeckt. In der Flow wurde es vorgestellt. In Berlin habe ich es entdeckt und habe es euch auch im Berlin Hall gezeigt. Und Hügge. Es ist ein, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ein dänischer Begriff für Leben. Heißt auf Dänisch. Und Hygge ist eben ein nordisch entspanntes Lebensgefühl und das spürt man in dieser Zeitschrift wirklich sehr. Ich habe mich mit Hygge noch nicht so direkt weiter beschäftigt. Ich habe ein Hygge-Buch irgendwie noch auf dem Sub. Ich denke mal, dass das jetzt auch demnächst dran glauben wird. Und ich mag aber
ja, entspanntes Leben sowieso. Also ich glaube, jeder, der jetzt schon länger auf meinem Kanal ist, weiß, dass ich auch selbst ein sehr entspannter Mensch in der meisten Zeit bin und auch diese Lebensweisen, auch was Meditation angeht und Yoga angeht, und dass ich das sehr gerne mag und auch eben hinter dieser Philosophie sehr viel für mich eben einfach was Gutes dabei ist. Und ja, so hat mich dieses Magazin sehr, sehr angesprochen, auch in den letzten 2 Wochen, gerade morgens, immer sehr, sehr gut begleitet und in den Tag gebracht. Und ich kann es absolut empfehlen. Also jeder, der die Flow mag, ist, denke ich, hier auch absolut richtig und sollte da einfach mal gucken. Wer diese Mind-Magazine, also die so ein bisschen ja, fürs Denken, für den Geist, für das Wohlsein mag, ist hier auch absolut richtig. Und ich glaube, die erste Ausgabe hat jetzt 5 Euro gekostet. Die nächste Ausgabe kommt, glaube ich, im September, ja, am 13. September. Und ich glaube, bei mir wird die auch regelmäßig einziehen. Und ich fand die wirklich sehr gut. Ich fand auch wirklich die Artikel sehr, sehr gut gemacht. Und ja, fand es auch einfach sehr interessant zu lesen. Und ja, hat mich sehr, sehr gefreut. Waren wir vorhin schon mal beim gemeinsamen Lesen? Ja, es hat sich ja ein bisschen was im Leseclub verändert, den ich vor etwas über einem Jahr mit Phil und Alicia gegründet habe. Ja, die beiden haben nach langem Überlegen gesagt, Mensch, wir kriegen das zeitlich nicht mehr unter. Ich wollte aber das gemeinsame Lesen nicht missen und habe ja, mich mit lieben Freundinnen zusammengetan, die auch BookTube-Kolleginnen sind, mit der Sandra, der Nettie und der Tanja. Und wir machen ja als ja, Bücherkleeblatt sozusagen jetzt einfach mit dem Leseclub weiter. Ich habe dazu am Donnerstag ein separates Video auch hochgeladen, wo ich auch die 4 Bücher, die zur Abstimmung stehen, ja, vorgestellt habe. Ich packe euch sowohl das Video wie die Kanäle der 3 als auch natürlich den Leseclub selbst und mal in die Infobox. Noch könnt ihr bis zum 22.08. abstimmen, und das Buch werden wir dann so um den Mitte 20., 15., 20. Ja, September dann auch lesen. Und es soll eben auch einfach jetzt wieder so sein, dass monatlich eine Abstimmung kommt von 3, 4 Büchern und dass wir das dann eben immer so um den 20. starten, dann zu lesen des darauffolgenden Monats. Und ja, so wird es jetzt eben auch sein. Ich denke mal, das Oktoberbuch könnte dann mal etwas Gruseliges werden, denn da ist ja auch Halloween. Mal gucken, was sich da so ein bisschen auf unserem Sub befindet, denn es sind ja immer Subbücher, die zur Auswahl stehen. Und ja, guckt einfach mal in die Umfrage, guckt, ob was für euch dabei ist, und stimmt dann gerne noch ab. Dann ist diese Woche ein bisschen was Neues bei mir eingezogen, und zwar eine E-Book-Hülle. Denn mein alter E-Book war ja mit Folie beklebt und so richtig schöne Folie für den Tulino 2 HD-Schein. Ich glaube so, Schein-HD, habe ich nicht gefunden. Und ich dachte auch, Mensch, eigentlich wäre auch mal so eine Hülle recht praktisch, wo man vielleicht auch mal hinstellen kann und wo man ihn eben auch, wenn er unterwegs ist, einfach schön geschützt ist. Und ich hatte eigentlich eine ganz schöne Hülle, fand das tatsächlich aber so in dieser Form einfach sehr, sehr praktisch. Und habe mir ja diese schöne Hülle mit dieser schönen Elfe geholt in Pinktönen, die zufälligerweise natürlich auch zu meiner Handyhülle passt, allerdings natürlich in Blau. Es ist, glaube ich, tatsächlich gleich Fee, die gleiche Elfe, und ich fand das super niedlich. Es ist nicht direkt Zufall, aber mein Handy wechselt öfter mal sein Kleidchen, aber jetzt gerade passt es eben gut zusammen. Und ich fand die einfach super niedlich. Ich habe die auf eBay entdeckt und ja, sie schützt jetzt meinen E-Book-Reader auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch wenn ich diese Woche tatsächlich kein E-Book gelesen habe, aber ja, man kann aber schon so viel sagen, dass ich merke, dass die Reaktionszeit sehr, sehr viel schneller ist als bei dem Vorgängermodell. Und auch die Ladezeit sehr schnell war, dass er dann voll war, ne? Also beim ersten Laden. Und ja, auch das Übertragen geht super schnell von E-Books. Und ja, aber die wollte ich euch einfach mal zeigen. Dann ist bei mir ja meine große Liebe eingezogen. Und nein, hier wird es jetzt nicht wirklich romantisch, denn es ist ein Funko von der ersten Buchcharakterliebe, die ich, glaube ich, so in meinem Leben hatte. Und ich liebe ihn nach wie vor, und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Es ist Samwise Gamgee aus Der Herr der Ringe. Es ist der Gärtner von Frodo und mein kleiner persönlicher Held der Geschichte. Man sieht ihn hier im Einsatz mit dem Schwert und Earendil sozusagen, also dem Lichtempfunden von Earendil, des geliebten Sterns. Und der soll fluoreszieren. Ich muss ihn, glaube ich, mal noch ein bisschen anleuchten.
Ja, es ist jetzt eine neue Kollektion von Herr der Ringe herausgekommen mit Frodo, mit Gandalf, mit Sauron oder Saruman und Nazguls, ich weiß gar nicht, und einem durchsichtigen Frodo, der dann eben tatsächlich durchsichtig ist und man eben den Eindruck hat, er passt sich der Umgebung an. Es ist sehr cool gemacht, aber mein Herz gehört einfach Samwise und ich liebe diesen Hobbit und es wird, denke ich, so ziemlich der einzige Funko sein aus der Herr der Ringe Collection, weil ich habe hier die Metallfiguren von Herr der Ringe hier stehen, zumindest ein Teil meiner großen Sammlung. Ja, sonst würde das Regal zusammenbrechen, aber ja, ich fand den Funko von Samwise einfach so, so niedlich, also wirklich mit dieser Fiole und hinten trägt er tatsächlich halt die Pfannen und Töpfe mit sich herum und er hat auch tatsächlich an den Füßen Haare, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, also ich finde ihn ganz niedlich gemacht und ich finde er ist fast ein bisschen schlank für Samwise, aber ich finde, er ist gut getroffen und ach, ich liebe ihn einfach und es ist einfach ein Buchcharakter, den ich, ja, im Grunde 20 Jahre, reicht das? Es könnten auch schon 21 Jahre sein, den ich einfach so toll fand, ihn so weise fand, ihn so, ach ja, ich habe ihn einfach geliebt und ich liebe ihn jedes Mal aufs Neue, wenn ich Herr der Ringe lese oder die Filme gucke und ich finde auch Sean Astin, sehr, sehr gut gelungen als Samwise und jede Frau braucht einen Sam, trifft ja auf andere Geschichten sozusagen im Leben, in den Serienbüchern auch noch zu. Ja, dann gucke ich mich gerade um, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Als nächstes starte ich heute Abend, bei mir ist heute Abend Freitag, auf Ewig Dein von Eva Völler. Freue ich mich schon sehr, sehr drauf, das Buch jetzt noch im Urlaub zu lesen und bin sehr gespannt, ob mich die Geschichte ähnlich packen kann wie die Zeitenzauberreihe. Und ansonsten glaube ich, gibt es zu dieser Woche nicht allzu viel mehr zu erzählen. Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen blauen Büchern. Hoffentlich. Wir müssen da jetzt mal ein bisschen farbliche Abwechslung hineinbringen. Erzählt mir gerne, was ihr die Woche gelesen habt. Vielleicht kennt ihr auch eins der Bücher, das ich jetzt vorgestellt habe. Würde ich mich natürlich sehr freuen, eure Gedanken dazu zu hören. Und wünsche euch nun ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.